Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Pokémon Schwert und wir begeben uns gleich direkt hier in diese Arena, um der Eröffnungszeremonie beizutreten. Wenigstens scheint diese ganze Arena-Sache jetzt etwas besser zu sein, etwas geordneter. Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit. Okay, das hatten wir alle schon. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam unser Trikot finden. Ich will sofort mit dem Kämpfen loslegen, damit ich endlich ein paar Fans bekomme. Ach, wenn es so viele Teilnehmer sind, werden sich nur wenige bis zum Ende durchsetzen. So, reden wir mit dir. Du bist einer wie richtig. Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und in der Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. In die Umkleide. Nummer 27. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und die Trikot Nummer 27 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Öffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Hopp und weg. Das sind lauter Pokémon. Und das sind sogar Hoppel, also die Starter-Pokémon. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, Präsident der Pokémon Liga. Vielen Dank, dass Sie heute alle hier vorbei sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das große Spektakel der Galar-Region zu öffnen. Die Arena Challenge. Und ich rede viel zu schnell. Jawohl, die Arena Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter beraten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena und der Gatte darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter. Jetzt bitte. Achso, das ist immer noch dasselbe. Yay! Ja, das ist der tosende Applaus, den ich kann. Ich laufe in die Zeitlupe rein. Da ist eine alte Frau dabei. Und die. Jaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Hieß sie nicht Vanessa? Seida, das Wunderkind des Galakarate. Niemand kennt den Kampftyp. Paella, Meisterin fantastischer Theater und fantastischer Feen-Pokémon. Und der Gesteinexperte und Felsenbrecher Mac. Und der stärkste aller Arena-Leiter Roy, der Drachensturm. Einer der Arena-Leiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie, der ganze Stolz von Galar, unser Arena-Leiter. Welcher Arena-Leiter fehlt? Dann warum sagen die das nicht? Wäre interessant zu wissen, wer fehlt. Oh, sie wollen mal etwas. Ja, genau, ich komme allein. Wo ist denn eigentlich der Rest von den Leuten? Oder werden wir einen nach dem anderen aufrufen? Ah, nee, da ist der Rest. Hey, sie hat eine dreistellige Nummer. Aber es ist cool, dass das Ganze ein bisschen mehr wie eine Arena umgesetzt wird, statt ich kämpfe in einer Reihe und bekämpfe halt die Leute, die sind. Ich weiß es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden? Endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind.
Darf ich mich vorstellen? Rose, mein Name. Ich habe mich in diesem Spiel bereits dreimal vorgestellt, aber das ist so meine eigene. Ich tue das jedes Mal, wenn ich jemanden sehe. Ich vergesse auch, dass ich Leute kenne. Wer seid ihr nochmal? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment. Was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Wie werde ich euch klauen, wenn ihr wieder in das Knospi-Hotel zum Schlafen gehen geht? Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Aber ich weiß natürlich nicht, dass die Professorin das gebaut hat. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut. Ein Hohlkreuz. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lasst es uns gleich angehen, Anna, wie die Arena-Leiter von Gala müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turffield. Torffeld. Junge, ich verstehe ja, dass sie Sachen nicht übersetzen, aber sowas ist dann auch wieder Torffeld. Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Gala nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Okay, das klingt kompliziert, aber wahrscheinlich wird es nicht mehr sein, wie wir jetzt in XY hatten. Moment, was sagt ihr? Wir sitzen hier alle im selben Boot, jeder will siegen. Okay, dann mal auf zu Route 3. Zeit fürs Training. Durch Roses Worte bin ich plötzlich richtig motiviert, Gas zu geben. Oh, Vanessa hat ein... Wow, ich durfte das Stadion betreten, das ich so lange bewundert habe. Das nächste Mal werde ich sogar einen Kampf daraus tragen. Nein, nicht nur das. Ich werde gewinnen und das Publikum so richtig in Fahrt bringen. Begib dich zu Route 3 nach Turffield. Warum lädt es jetzt? Eine wie, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Das ist ein Tracker. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jedem beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Karamor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne das Spielmenü der Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach werden Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Turffield willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Es ist voll cool, was der mir hier gegeben hat. Ich weiß gar nicht, was du hast, Lady. Ich meine, ist ja nicht so, als würde ich hier hinter dem Brunnen irgendein komischer Typ schwimmen. Ich finde es cool. Oh. Hey Challenger, ich freue mich auf die Kämpfe. Viel Glück. Haha, ich weiche dich aus. Ich habe keine Sprintschuhe. Krass.
Ah, okay. Wir waren also dazu gezwungen, in eine andere Route zu gehen. Haruka hat ein komisches Pokémon gefangen. Viel Glück! Zeigt, was in euch steckt! Schneller weiter! Go, go, go! Go, go, Power Rangers! Gegen irgendjemanden müssen wir hier doch noch kämpfen. Kämpfen? Ja, kämpfen kommt, glaube ich, von irgend so ein... kommt, bei Sui kam das... Oh, da ist ein Pokéball. Den habe ich... Seidenschal. Kostbarer Schal, der Attacken vom Typ normal verstärkt. Wir wissen auch gleich, welches normale Pokémon wir damit verstärken. Aus dem Beutel holen. Heartspray, Seidenschal geben. Erhöht bei Einsatz einer. Okay, haben wir schon Lärmattacken? Gibt es als Lärmattacke? Ist es eine Lärmattacke? Wie kann ich das sehen? Anwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezialangriff. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe schon, wer unser Gegner sein wird. Zur Sicherheit gehe ich hier nochmal hin. Wir wissen ja nicht, ob. Wurden wir eigentlich. Nee, ich weiß nicht, ob wir geheilt wurden, nachdem wir. Wie heißt. Nachdem wir Team Yell besiegt hatten. Ich finde es auch immer wieder gut, wie sie sagen: Bitte komm wieder. So nach dem Motto: statt. Bitte versuch deine Pokémon nicht zu verletzen. Da bist du ja! Du, ich hab die Idee! Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich! Muss das sein? Komm schon, sei kein Froxy. Froxy sind cool. Ganz ohne Training könnten wir das mit der Arena-Challenge auch gleich bleiben lassen. Okay. Ja, da bist du ja, du hast eine gute Idee. Geht klar. Das wollte ich hören, ich hätte dich nämlich nicht durchgelassen. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Junge, ich bin wahrscheinlich schon wieder ein paar Level über dir. Hopp fordert dich heraus und er setzt als erstes Molly ein. Das Level 10 ist. Während ich einen Kirador einlege. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Er hat es noch mit trainiert. Das hat ein Level abbekommen beim Kampf gegen Team Yell. Ja, das ist eine gute Sache, die höre ich doch immer wieder gern, diese Vögelchen. Wolli sitzt Heuler ein. Durch die Haut. Heuler gegen mich, der ich Spezialangriff einsetzt. Wolli ist Wolli ist echt physisch defensiv. Mit seiner Fähigkeit, alles Physische zu halbieren. Und. Dann noch dieser hohen KP und Verteidigung. Also es kommt mir so vor, als hätte es zumindest eine relativ hohe Anzahl KP und eine gute Verteidigung. Erfahrungspunkte erhalten. Ach ja, Wolle ist das EP-Grab. Ich nenne es EP-Grab, weil es gibt so viel EP. Ich habe 4 Level-Ups. Kirada erreicht Level 12, Wolli erreicht Level 12, Wolli versucht Schutzteile zu lernen. Machen wir mal, wir brauchen keinen Heuler. Wir haben ja gesehen, wie nutzlos Heuler ist. Und Schutzteile erlernt. Raffel ist auch Level 12 geworden, Mikro ist auch Level 12. Pokémon Trainer Hopp setzt das nächste Schoppel ein. Ja, mächtig. Mr. C. Dein Zug. Pokémon Trainer Horn. Ich hätte gern alle Starter. Ich hätte gern wirklich alle Starter. Das ist so eins der Pokémon, wo ich sage: Wahnsinn!
Du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja voll durchschaut. Okay, das Problem ist, ich habe nichts, was gegen Flug effektiv ist. Boah, da sieht man, das gab voll wenig. Aber Mr. C hat ein Level up gehabt. Nö, ich kämpfe mal weiter. Ich und in der Clary nix da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt gleich doppelt. Deswegen Anspannung. Deswegen one-shotte ich seine Pokémon. Pixar! Okay. Oh mein Gott, das hat mich wieder verletzt! Er gibt mir einen Klops! Oh, er setzt den Trank ein, verdammt! Er hat ihm beigebracht, Tränke einzusetzen! Du wirst gleich sehen, wie ich auf Tränke reagiere, die wasche ich weg mit meiner Aquarelle! Dusche dich mit Wasser ab! Das war wirklich schlecht, wenig. Hopp wurde besiegt. Das ist wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Ich habe 1120 Poké-Dollar bekommen, habe EP bekommen. Nicht schlecht, Rivalin. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Ligakarte als Zeichen meines Respekts. Ich hatte die Ligakarte von Hawk. Du sortierst die Ligakarte unter die zum Wegwerfen ein. Angel City war nur die erste Etappe unserer Arena Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp aus Furlongham. Ich kann dich nicht mehr hören, Hopp, du bist schon zu weit weg. Entschuldigung, Schwester Joy. Ich habe da draußen noch so einen Hopp-Typen getroffen. Er hat einfach versucht, meine Pokémon zu vermöbeln. Könnten Sie die AP von denen wiederherstellen, bitte? Ja, und die paar KP wären auch noch nett. Ja, danke. Super. Ja, ich werde sie bald wieder beehren, denke ich mal. Wir werden nämlich noch gegen zwei andere Trainer kämpfen. Gehe ich schon aus. Bevor wir dieses Haus verlassen haben. Die Stadt, meine ich. Oh, nee. Wir können die Stadt sogar wirklich verlassen. Rooted Dry. Wenn deine Pokémon Kapier verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Und bei Vergiftung halt Gegengift. Wenn du immer genug Items dabei hast, bekommst du auch ohne Pokémon Center sehr weit. Oh. Hey. Nein. Ein Mako. Falsches Pokémon. Wow, heftig. Das ist schon Level 12. Und dann setzen wir Mako gegen Mako an. Los. Ich wollte eigentlich diese Zickzacks fangen, weil das ist ja, das hat ja jetzt eine neue Entwicklung und ist. Und alles. Vielleicht ein wenig überheblich von dir. Das ist nicht gut. Vielleicht wollen wir einen Fuhlenschlag ausüben. Ein Volltreffer. Dreimal getroffen. Oh, du kannst auch vorhin schlagen. Das ist nicht gut. Komm schon, mach mal einen Dreier. Ja gut, von mir ist ein Vierer.
Neko wurde besiegt. Es geht. So, jetzt haben wir Tic-Tacs. Und ich habe ein Problem. Ich hoffe, es ist Level 10 oder sowas. Ah, Level 11, das ist gut. Hey, und ist das nicht effektiv gegen Käfer, aber das ist nur andersrum so. Ich glaube, wir müssen gleich einen Pokéball werfen, weil noch ein Käfer trotz würde es überleben. Nicht überleben, meine ich. Außer ist jetzt die Standpoke ein, aber ich kann nicht sicher sein, dass es das tut. Ja, da steigen wir lieber auf. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so lange zum Aufsteigen braucht wie das letzte, wie diese Blitzkäfer, Dorian oder Adebus. Es tollt rastlos umher, begegnet es einem anderen Pokémon, rempelt es dies absichtlich an, um einen Streit anzuzetten. Ja, ich wusste, das ist Unlicht. Und das ist normal. Nee. Aber wir setzen es in die PC-Box. Vorsicht, da ist ein Rabauz. Da ist ein Vulpix. Interessant. Kira da, falsche Wahl. Komm, raffel dich auf. Ja, ich weiß, ich bin so ein elender Pokémon-Jäger. Jäger und Sammler. Beiß zu, böse Witwe. Und natürlich beim Ruckzuck-Hieb, das ist natürlich... Bis zum Abendbrot. Hoffentlich setzt du mein Pokémon nicht in Brand. Du bist so gemein, Vulpix. Und wer sich wundert, warum ich jetzt gerade weniger Schaden gemacht habe, und zwar deutlich weniger Schaden, ein Pokémon, das unter dem Zustand verbrennt. Wow, das hat mich schockiert. Ein Pokémon unter dem Zustand verbrannt hat einen reduzierten Angriff. So. Also wenn die Pokémon hier auf unserem Level ungefähr sind und wir eigentlich vorher schon ein bisschen overlevelt waren, also ja gut, natürlich Mr. C ist noch auf dem Klasse-Level. Vulpix, Feuer. Nein, und in die Box. So, ich muss mich mal hier hinten verstecken, weil sonst komme ich von den Kämpfen nicht weg. Ich bin auf jeden Fall froh gewesen, dass wir hier zusammen sind und uns an der Einweihungszeremonie zusammen teilnehmen konnten. Und ich hoffe, wir werden beim nächsten Mal Route 3 abschließen können. Oder zumindest hier auf Route 3 weiter wandern. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei bleibt und hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.